So, wir sind wieder zurück und gehen jetzt. In das Korallenhochland. Nein. Ja, rechts eigentlich ein bisschen niederrangig. Genau. Ich habe mir ein paar Kleinigkeiten zu erledigen noch. Ich auch dahin gehen können. Wo will ich hier hin? Wir müssen jetzt schauen, ob wir hier ein paar krumme Knochen finden. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig. Aber vielleicht kümmern wir uns auch noch um diesen Paolumu. Obwohl die Bombe Legiana wäre eher. Was habe ich jetzt getriggert? Folgen wir erstmal dieser Spur. Hier hinten gibt es eine Quest. Wir müssen aber auch Knochenhaufen suchen. Das ist unser eigentliches Ziel. Gut, neuen Beutezug abgeschlossen. Also, ich brauche Knochenhaufen. Oh, Perlenauster. So. Musikkatzen. Ja, ja, ja. Hey, was soll denn das, ihr großen Blödiane? Ich wollte das Ding schon selbst besiegen. Was ist dein Problem? Wir würden gerne im Namen der Forschungskommission zur Pfote gehen. Wirklich? Tut mir leid. Wegen vorhin. Wenn mich die Melodie mitreißt, bin ich manchmal etwas hitzköpfig.
Wahrheit macht ein paar Tschitschiako und Musikkatzen mehr richtig Probleme. Ich beschloss mich heute, um sie zu kümmern. Ich stieg auf meinen Schaumhaus und ritt los. Wenn das der Fall ist, packen wir gerne mit unserem Pfoten zu. Ich würde Hilfe zu schätzen wissen. Das ist sehr großartig. Dann soll die Jagd beginnen. Wir zeigen den beiden, wie mächtig unser Lied und unser Stahl sind. Yay! Jetzt können wir eine Sitsi-Yaku-Quest machen, wo wir zwei davon besiegen müssen. Und dann ins Lager. Wo wird das sein? Nee, da nicht. Hier vielleicht? Eine Quest bekommen. Ah ja, notleidende Musikkatzen. Ja, will ich. Erledigen wir mit links. Einen haben wir schon aufgespürt. Und wo ist der zweite? Ah, wir laufen zusammen rum. Folgenden, wo die Spielkäfer drauf sind. Den anderen machen wir dann. Machen wir dann später. Helf mir.
Ah, geil. Ich bleib immer noch nicht drin. Und eine volle Ladung in den Kopf. Und da humpelt schon. Wie gesagt, es geht ziemlich schnell. Der kleine etwa. So, der erste ist schon mal down. Fehlt nur noch der zweite. Oh, Knochenhaufen. Schade. Hoffe ich, dass ich unterwegs Monsterknochenhaufen finde. Schleifen gehen müssen. Das ist so schön. Dieses Zombie ist unbedingt da. Ich
was gesehen. Das interessiert mich gerade. Ah, okay, da könnte ich hochfliegen. Wieder drauf. Ist das so gut. Schieben wir die volle Ladung in den Kopf rein. Schön, wenn es funktioniert. Oh, jetzt humpelt der Kleine schon wieder. Ich wollte doch Augen aufhalten nach Haufen. Befristenbeutezug 1 von 3. Dann gehen nicht ins Hauptquartier zurück. Da müssen wir das bei den Musikkatzen noch abgeben. Das haben wir erfüllt. Ja. Schnurrtrupp-Gutschein. Krieger der Forschungskommission, ich ziehe den Hut vor eurer Tapferkeit und Großzügigkeit. Nimm dieses Gadget als Dankeschön ein. Dieses Instrument lässt sich nur spielen, wenn man mutig ist. Die Melodien helfen dir. Wow, das klingt mir außergewöhnlich, danke. Wer an meiner Seite kämpft, ist mein Freund. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich bereit. Auf Wiedersehen, tapferer und großzügige Krieger der Forschungskommission. Ja, wir haben das Korallenorchester bekommen. Das sollen wir auch gleich ausrüsten, weil das ist ein, finde ich, sehr geil, sehr gutes Gadget. Weil wir gesehen habt, das boostet uns richtig. Umso mehr wir es verbessern.
Und mehr Boost bekommen wir. Erster Futterplatz. Vierter Platz. Schade. Genug. Geärgert. Das soll mal seine Ruhe vor uns haben. Gehen wir zurück ins Lager. Und gehen dann auf eine höherrangige Mission, würde ich sagen. Ganz verwirrt. Nee, doch nicht. Der hier? Fantastisch! Du bildest ein fantastisches Team mit den Musikkatzen bei meinen zwiebelförmigen Schädel. Das war spektakulär. Nachdem diese Zizi Akun und Geschichte sind, können sie wieder in Frieden leben. Jetzt wissen wir, wo sie wohnen. Toll, jetzt muss ich darum kämpfen, verständliche Grimakine-Sätze zu bilden. Ja. Ah, Mia hat er was. Erinnerst du dich an die Musikkatzen, mit denen wir uns im Korallenhochland angefreundet haben, Jausterin? Sie haben mir beigebracht, mit Schamas zu sprechen. Was für ein Traum, mit einem von ihnen zu reden. Die nächsten Schamas sind mir sehr überzeugt, sich den Schnurtrupplern anzuschließen. Ich kann es gar nicht abwarten, auf seinen Rücken zu springen und ihn wie eine Musikkatze zu reiten. Nein, will ich nicht. Ich möchte... zurück nach Astera, den Handelshof.
Knochen. So, und das war's für heute wieder mal mit Monster Hunter. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.